Das Wasserstoffzentrum Sachsen, H2 Saxony, hat sich zur Aufgabe gestellt, die Photosynthese, die natürliche Photosynthese zu entkoppeln, kurz zu schließen. Wir möchten das Konzept unseres weißen Wasserstoffs realisieren, eben der dezentralen, lokalen Produktion mithilfe von Sonnenlicht und lebenden Katalysatoren, als auch die lokale Nutzung dieses Wasserstoffs als Energieträger, zum Beispiel für die Produktion von Elektrizität, Wärme, als auch in Konzepten wie zum Beispiel einer personalisierten Tankstelle. In der Photosynthese ist es so, da gibt es die Lichtreaktion, die ist dafür verantwortlich, dass das Sonnenlicht in biochemisch gebundenen Wasserstoff umgewandelt wird, also als Energieträger. Und unser Ziel ist es, den Wasserstoff direkt freizusetzen und technisch zu nutzen. Der Innovationsansatz ist die Verbindung und die Integration der Verfahrenstechnik mit der Biologie. Etwas, was in der Photosynthese-Nutzung für den Wasserstoff relativ neu ist. Wir müssen erstmal Zellen finden, die wir als Katalysator einsetzen können. Wir müssen sie charakterisieren, dementsprechend modifizieren, um die Zielfunktion eben anzupassen. Allerdings müssen wir auch optimale Reaktionsbedingungen für die Zelle schaffen. Also in welchem Reaktionsformat, in welchem Reaktor können wir unsere Zellen über lange Zeit stabil halten und auch möglichst produktiv halten. Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung verlangen wir Expertise im Bereich Ökologie, also Verständnis biologischer Systeme unter natürlichen Bedingungen, aber auch unter technischen Bedingungen, mit einer Analytik, die diese Interaktion beschreibt und auch quantifizierbar macht. Und dazu brauchen wir Infrastruktur, die wirklich sehr umfangreich ist. Und ohne die Förderung wäre das gar nicht möglich gewesen. Biophotovoltaics right now is still very young concepts, and in the past years we demonstrate the technical feasibility of this technique for field applications, and now we are trying to optimize the system efficiencies from the aspects of long-term and also large scales. And for us, we are much looking forward to working with the electrochemical and also biotech industries in the next 10 to 15 years. Wir sind jetzt natürlich in einer sehr frühen Entwicklungsphase von H2 Saxony. Wir denken aber die Anwendung schon jetzt mit. Also suchen wir Firmen, die sich mit Wasserstoff-Material-Interaktion beschäftigen, die da mit uns zusammen spezifische Anwendungen vordenken und dann auch die Entwicklungen betreiben.